Sie ist eine Bisexual Slytherin, sie interessiert sich für Musik. Hallo, liebe Bücherwürmer! Heute möchte ich euch in einem neuen Video meine liebsten LGBTQIA+ Bücher vorstellen. Dieses Video haben sich nämlich super viele von euch gewünscht und ich dachte, ich zeige euch mal ein paar geile, diverse Bücher. Ich habe euch wie immer alle Bücher auch unten nochmal zusammen in einen Circle-Link gepackt. Wenn ihr direkt shoppen gehen wollt, dann tut das doch gerne über den Circle-Link. Damit könnt ihr mich unterstützen und ihr zahlt keinen Cent mehr. Fangen wir doch mal mit einer Women Love Women Geschichte von Anne Freitag an, nämlich den Mund voll ungesagter Dinge. Sophie hat gar keinen Bock, mit ihrem Vater jetzt plötzlich nach München zu ziehen. Die hat auch noch eine neue Freundin und alles geht ihr einfach nur noch auf den Keks. Sophie war auch noch nie so richtig verliebt. Es gab so ein paar Jungs irgendwie in ihrem Umfeld, aber sie weiß selber nicht so genau. Und um dieses Was ist eigentlich mit mir, geht es in diesem Buch. Ich finde, es ist ganz wundervoll ergründet, wie Sophie ihre eigene Sexualität entdeckt. Und ein wichtiger Bestandteil darin ist Alex, das Nachbarsmädchen. Diese Geschichte ist irgendwie so sanft und gleichzeitig so krass intensiv. Ich habe dieses Buch so schnell verschlungen, weil ich unbedingt wissen wollte, wie die Geschichte von den beiden weitergeht. Der Anfang ist auch so krass, dass man direkt drin ist. Ich konnte mich total gut auch mit Sophie identifizieren, weil gerade diese Reise, wohin geht man eigentlich, wer ist man selbst, also dieses totale Coming of Age ist super wichtig in dem Mund voll ungesagter Dinge und das ist eins meiner absoluten Herzensbücher. Ein Titel, den ich auch echt vor Ewigkeiten gelesen habe, ist Nur drei Worte von Becky Abbatelli. Die meisten von euch kennen es wahrscheinlich als Love, Simon, denn hier geht es um Simon, der mit Blue Briefe schreibt. Die gehen auf jeden Fall auf dieselbe Schule, aber Simon hat keine Ahnung, wer Blue ist. Und Simon fühlt so eine Anziehung zu Blue und eigentlich ist alles total schön, bis einer von Simons Briefe in falsche Hände gerät. Ihr könnt euch ungefähr schon vorstellen, was da abgeht. Und Simon weiß auf einmal gar nicht mehr, wen kann er denn noch überhaupt trauen und was ist da passiert. Und Mann, wer ist Blue? Ich mochte total diese Detektivreise, um quasi herauszufinden, wer Blue ist und so mitzurätseln. Ich mochte aber auch den romantischen Aspekt. Simon ist so ein Charakter, der einem sofort sympathisch ist mit seiner süßen Art. Der ist so schüchtern, so ein kleiner Nerdboy. Er liebt seine Oreo-Kekse. Es gibt super viele Harry Potter-Anspielungen. Und das sind also Dinge, die sofort ins Herz gehen. Es ist so ein absoluter Wohlfühlroman, finde ich. Das ist so ein Titel, den liest man, wenn man irgendwie einen schlechten Tag hatte. Und dann holt man sich eine Packung Eiscreme und dann setzt man sich hin und dann liest man Nur drei Worte. Für ein bisschen älteres Publikum ist dann Someone New von Laura Kneidl. Hier kann ich euch den LGBTQIA Plus Aspekt tatsächlich auch nicht erzählen. Das müsst ihr dann selbst ergründen, denn ich denke, es wäre ein massiver Spoiler, wenn ich es euch verraten würde. Aber es geht um Mika und die trifft auf Julian und ja, ausgerechnet mit dem hat sie sich irgendwie nicht so gut verstanden vor einiger Zeit, weil Julian hat wegen ihr den Job verloren. Und Mika will alles daran tun, um sich irgendwie bei Julian zu entschuldigen. Und da merkt sie, dass sie Gefühle auch für ihn hat, als die beiden sich immer näher kommen. Julian lässt diese Nähe aber aus verschiedenen Gründen nur schwer zu. Und das werdet ihr dann in Someone New auch nachlesen können. Es war ein Titel, der mich sehr überrascht hat, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass der so intensiv ist und dass der mir auch so unter die Haut geht. Und ich finde, Laura Kneidl hat das hier ganz wundervoll beschrieben, auch diese Gefühle von Verliebtsein. Und es ist einfach so ein richtig schönes Buch. Also es ist auch eins meiner absoluten Lux-Lieblingstitel, weil ich mich sofort in die beiden verliebt habe. Dann habe ich für euch noch Lea on the Offbeat, ebenfalls von Becky Abbatelli. Und den Titel konnte ich gerade nicht in meinem Bücher Regal finden, deswegen blende ich euch hier das Cover ein. Da geht es um Lea und die habt ihr ja schon kennengelernt in Nur drei Worte. Und Lea ist einfach mein Hero. Sie ist eine Bisexual Slytherin, sie interessiert sich für Musik und irgendwie ist sie gerade so zwischen Schule und Uni und sie weiß nicht, wo ihr der Kopf steht und dann sind da diese ganzen verwirrenden Gefühle und das finde ich so toll beschrieben. Ich finde auch Becky Abbatelli hat diese bisexuelle Seite super beschrieben und ich konnte einfach alles an diesem Roman nachvollziehen. Ich dachte die ganze Zeit nur, ja, Lea ist in meinem Kopf, weil Lea ist auch
die ist laut und die sagt, was sie denkt und dann tritt sie manchmal auch anderen auf die Füße damit, entschuldigt sich, ne? Sie ist irgendwie knallhart und gleichzeitig hat sie so ein sanftes Herz. Ich finde sie einfach nur toll und sie ist so eine Protagonistin, die einem einfach nicht mehr aus dem Kopf geht. Jetzt habe ich natürlich auch ein paar Bücher für euch, die eher fantastisch sind. Nicht fehlen darf da natürlich Die Abenteuer des Apollo. Das ist der erste Teil, Das verborgene Orakel von Rick Riordan. Bisher sind 4 Bücher erschienen, im Englischen gibt es schon alle 5. Apollo ist ein griechischer Gott und wir alle kennen ja so ein bisschen die Stories. Apollo hat eigentlich jede Person in sein Bett gelassen. Ganz egal, welches Geschlecht die Person auch hatte. Und das ist so eine tolle Entwicklung in den Büchern, weil man hat am Anfang nicht so ein gutes Bild von Apollo und der wird immer sympathischer und öffnet sich immer mehr. Und ich finde es halt toll, dass man so viele Seiten an ihm sieht. Naja, Apollo ist jedenfalls jetzt nicht mehr der griechische Gott, sondern ein kleiner Junge namens Lester Papadopoulos. Er ist nämlich in Ungnade gefallen wegen etwas, was in den Heroes of Olympus Büchern passiert ist. Ihr müsst die aber nicht vorher gelesen haben. Ihr könnt auch mit Apollo einsteigen. Es ist nur ein bisschen schwieriger, alles nachvollziehen zu können. Aber trotzdem finde ich, dass Rick Riordan das alles sehr gut erklärt. Ja, und Apollo will natürlich wieder der griechische Gott sein und deswegen begibt er sich auf eine Reise, um die Götter quasi wieder so ein bisschen zu beschwichtigen. Und da trifft er auf ein junges Mädchen namens Meg und die ist auch sofort seine Meisterin. Und Meg ist auch super genial und super witzig gemacht. Und generell fand ich es sehr schön, dass in der Apollo-Reihe super viele LGBTQIA+ Charaktere vorkommen. Und deswegen freue ich mich auch sehr auf den 5. Teil, weil ich bin gespannt, was Rick Riordan da noch zu bieten hat. Einfach genial, wie toll und divers Rick Riordan ist. Dann möchte ich euch noch letztendlich sind wir dem Universum egal von David Levithan vorstellen. Hier geht es darum, dass A jeden Tag in einem neuen Körper aufwacht, auch völlig egal was für ein Geschlecht. Die Sache ist aber die, A verliebt sich auf einmal in Rhiannon und es ist natürlich total schwer, wenn du jeden Tag eine andere Person bist, anders aussiehst, andere Probleme und Gefühle hast, dich weiter darauf einzulassen und vor allem, was sagt Rhiannon denn dazu? Auch dieses Buch ist ein total intensiver Ritt und es zeigt auch nochmal, wie unterschiedlich die Menschen sind. Ich fand den Film tatsächlich dazu auch ganz nett, aber lest auf jeden Fall das Buch. Es ist um Meilen auch nochmal wirklich besser und ich fand es einfach so genial, weil obwohl A immer die gleiche Person ist sie es doch halt nicht. Und sie muss mit ganz vielen verschiedenen Problemen auch kämpfen. Also hier werden auch psychische Erkrankungen sehr intensiv besprochen. Und natürlich geht es auch hier darum, wenn A einfach eine Frau ist, dass sie trotzdem in Rhiannon verliebt ist. Also diese Gefühle ändern halt einfach nichts an diesem Körperwechsel. Egal welches Geschlecht A jetzt hat. Dieses Buch war auch vor 2 Jahren oder 3 Jahren habe ich das gelesen und war auch echt ein absolutes Highlight für mich. Und natürlich muss ich euch auch noch Rowan und Ash, ein Labyrinth aus Schatten und Magie von Christian Handel zeigen. Rowan ist, seitdem er eigentlich denken kann, schon mit der Kronprinzessin verlobt, aber er hat Gefühle für Ash. Ja, und der ist halt der Königssohn, aber Ash hat nicht so einen guten Ruf, weil es relativ klar ist, dass er auf Männer steht und das ganze spielt in einer mittelalterlichen Welt, weswegen es sehr verpönt ist. Also hier auf jeden Fall auch noch eine Triggerwarnung für Homophobie in diesem Buch. Das geht teilweise auch einem richtig, ja, so richtig ans Herz. Und es ist sehr schwer manchmal, da einfach Atem zu holen. Aber ich finde, es ist trotzdem sehr gut beschrieben und ich finde es auch toll, dass Rowans Gefühle halt so deutlich dargestellt werden. Also man kann ihn total nachvollziehen und man fühlt einfach so richtig mit ihm. Und dann ist es auch so eine schöne Fantasy-Geschichte. Also es hat mir total viel Spaß gemacht, auch mehr über dieses Schattenlabyrinth zu erfahren, von dem ich euch jetzt aber nicht mehr erzählen möchte, weil ich finde, ihr sollt einfach selber in diese Geschichte eintauchen. Das war es auch mit meinen liebsten LGBTQIA+ Büchern. Verratet mir doch mal in den Kommentaren, ob für euch ein Highlight dabei war und wenn ja, welches das denn war. Und sagt mir doch mal, welches eure liebsten LGBTQIA+ Bücher sind. Mich interessiert das
brennend. Und vielleicht kann ich mir auch bei euch noch den einen oder anderen Tipp holen. Das war's heute von mir. Ich bin Lea von Liberiarium. Ihr findet mich auf Facebook, Twitter und Instagram unter Liberiarium. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr mich auf meinem Blog besuchen könnt. Von mir gibt es jeden Mittwoch und jeden Sonntag ein geekiges oder buchiges Video. Oder ihr schaut montags im Weekly-Vlog vorbei. Kommt doch auch gerne mal auf meiner Patreon-Seite, in meinem Etsy-Store oder auf meinem Blog rum. Bis denne und tschüss. Es ist so... Also hier müsst ihr auch auf jeden Fall bereit... Also... Und wie wir alle will... Und wie wir alle... Aber... Heute möchte ich euch in euer... Dann habe ich für neu...